Hallo, hallo Zuschauer, ja und Fans und Abonnenten und ja Freunde und Fans und hatten wir schon alles. Naja gut, wir kommen zurück bei The Witcher 3. Oh yeah. Und wir waren gerade eben noch vorhin da diesen Monster vertreiben und leider hat's der Schwager irgendwie nicht überlebt. Der ist vor meinen Augen umgefallen, weil die wie Gestörte da zwischen den Monstern rumrennen und so, oh, oh Gott, nein, oh, bitte schlag mich nicht, oh. Ja, wie soll ich das machen, wenn da vier Monster da rumrennen? Egal. Wir haben einfach den Passierschein für 100 gekauft und haben ihm nichts davon gesagt, dass sein Schwager gestorben ist. Das findet er dann schon selber raus. Weil ich der Vermutung war, dass ich dann gar keinen Passierschein mehr kriegen werde. Ja, genau. Jetzt sind wir hier beim Hauptmann der Wache für die Quest Monster im Wald. Sollen wir mit dem sprechen, was wir jetzt auch gleich tun werden. Ich habe aber gerade, als ich mich umgedreht habe, hier diese Anschlagtafel gesehen. Ich denke mal, hier steht nur wieder so typisches Zeug drin. Wir lesen es aber trotzdem, weil es immer sehr nett ist und sehr informativ und auch manchmal ganz witzig ist. Und genau, schauen wir mal rein. Ja. Helfer, gute Leute, gibt es denn in diesem beschissenen Lager nirgends was zu trinken? Ich habe die halbe Welt bereist, vielleicht sogar die ganze, und nie ist mir ein Ort begegnet, der so ausgetrocknet war wie dieser. Man könnte glatt gewalttätig werden. Wenn irgendwer noch Fusel hat, soll er mich rufen. Oh, drin! Dann finde ich ihn und wir werden kräftig einen drauf machen. Helft einem alten Campen, ehe er ausdörrt wie ein Regenfass in der Wüste. So. Familie vermisst. Name Bert Schmidt, geboren in Metadorf unter Temeria. Ich suche meine Familie. Wir wurden auf dem Weg nach Norden getrennt. Mein Beileid. Hoffe, ihr findet euch wieder. Essenration. Alle Flüchtlinge sollen sich beim Quartiermeister melden. Er teilt die Karten für die Essenrationen aus. Sie berechtigen den Inhaber zu einer Mahlzeit täglich. Aha. Seuchengefahr. Aufgrund der Seuchengefahr hat der Kommandant des Durchgangslagers tödliche Bäder angeordnet. Wascht euch, Leute. Es ist nur zu eurem Besten. Ach, tägliche, nicht tödliche. Sperrstunde. Und nach Einbruch der Dunkelheit. Der Kommandant des Regiments weist alle Flüchtlinge im Lager an, sich nach Einbruch der Dunkelheit nur noch innerhalb der Lagergrenzen aufzuhalten. In der Umgebung sind Feindseligkeiten weiter an der Tagesordnung. Und die redanischen Wachen behandeln jedermann außerhalb des Lagers nachts als Feind. Aha. Okay. Dann reden wir mal mit dem Hauptmann. Was willst du? Ich bin wegen der Nachricht hier. Gibt es ein Monsterproblem? Problem? Sehr hübsch. Wir haben kein Problem. Wir sitzen bis zum Hals in der Scheiße. Da sitzt irgendein verficktes Ich-weiß-nicht-was im Wald und greift jeden beschissenen Transport an, der es wagt, die Hauptstraße zu benutzen. Wir haben bald keine Bolzen mehr, keine Pfeile, keine Rationen. Wir sind am Arsch. Wir haben eine Patrouille losgeschickt, aber die ist nicht wiedergekommen. Es ist also ganz einfach. Bring mir den Kopf dieses Scheißviehs und ich gebe dir so viel Gold, wie in der Nachricht steht. Ich falsche nicht. Der Quartiermeister lässt sich nicht umstimmen. Aber ich kann einen Passierschein über den Ponta drauflegen. Was sagst du? Top? Klingt angemessen. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, wie vermutet in der letzten Folge. Passt doch auf. Der Typ bietet uns einen Passierschein obendrauf an, wenn wir das Monster besiegen. Tja. Hätte ich mir die 100 sparen können. Aber sei es drum. Ist jetzt auch kein Weltuntergang. So, wir heilen uns mal kurz ein bisschen. Und genau, wir machen uns auf den Weg zu dem besagten Platz, den er uns genannt hat, wo das Monster bzw. die Transporter angegriffen werden. Das ist wohl hier. So. Dann latschen wir jetzt mal hin. Und du bist der Hexenmann? Pass halt. Und erholt, es regnet irgendwie immer noch.
regnet so viel in dem Spiel gerade, dass ich mich tatsächlich irgendwie leicht nass fühle. Da kommen wir ja nochmal an den Kindern vorbei. Weg. Ich hoffe einfach, dass sie irgendwie Bären sammeln gegangen sind. Schnell hier weg hier. Keine Trübsal. Halt! Ich glaube, da sind wir. Komm jetzt. Du bleibst hier. Fertig. Das ist ein Ghoul. Du bist schon. Was ist das? Ach, ein Ghoul. Waren das alle? Die haben ja richtig viel bei sich. Lass uns mal gucken, was Aalghule sind. Aalghule. Aalghule sind die beschissensten aller Ghule. Jaben, Sirigin, Zwergenkrieger. Aalghule unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Größe, Stärke, Farbgebung und vor allem ihrer Intelligenz von normalen Ghulen. Während Ghule und Graviere primitive Kreaturen sind, die nicht mal einfache Überfälle planen können, sind Aalghule und artverwandte Wesen wie Zemetauren zu planerischem Vorgehen fähig und daher weitaus gefährlicher. Aha. Nekrophagenöl ist gut gegen die und das Axi-Zeichen. Aha. Die sehen ja auch ziemlich widerlich aus. Das erklärt natürlich einiges, wenn die das planen können, warum sie immer die Transporter angegriffen haben. Ein bisschen frage ich mich, ob sie die Transporter angreifen, um die Menschen zu fressen oder deren Waren. Geplündert. Entweder hat jemand die Ladung nach dem Monsterangriff gestohlen, oder das Monster hat was für Armeebestände übrig. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Setzen wir unsere Hexersinne ein. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Zerrissen und abgenagt. Hier haben Nekrophagen gefressen. Aber diese Wunden sind alle nach dem Tod entstanden. Hier haben wir Fußspuren. Ein Überlebender? Entweder das oder das Monster ist ein Mensch. Schritte gehen ja hier irgendwo lang. Sind wir da oben noch? Sieht nach Klauenspuren aus. Aber hier, ein Pfeil. Der Schaft ist direkt an der Haut abgebrochen. Ein Pfeil, haha. Hier stimmt was nicht. Ich sollte diese Spur verfolgen. Das tun wir mal. Bin gespannt, was uns erwartet. Weg führt hier lang. Geralt, sei wachsam. Ich traue dem Ganzen nicht ganz. Jede Menge Gegner sind da vorne.
wir heute mal die telekinetische Druckwelle. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Vor allem bei so einer Menge an Gegnern kann das schon nicht schlecht sein. Ich muss an der Sache ein bisschen anders daran gehen. Erstmal erholen. Haben wir noch das Nekromantenöl? Bomben haben wir. Da ist es. Ja, wo war denn der Weg? Genau in die Richtung. Hier haben wir die Bomben, genau, Quen. Sind es weniger geworden? Ah, die sind im Wasser, oder? Ja, Mann. Nee, das da will ich genau. Irgendwie macht das nicht viel. Nicht schlecht. Waren schon einige. Ups, das war Alkohol. Ich glaube, wir brauchen langsam ein neues Schwert irgendwie. Macht das nicht mehr so durch viel Schaden. Können sogar hier jetzt einen neuen Talentpunkt verteilen. Wir hatten ja das letzte Mal gesagt, dass wir ein bisschen was in Quen investieren. Haben wir sogar schon. Vorher ich investierte 6 Punkte. Aha. Was haben wir denn hier noch? Axi-Zeichen. Das Ziel bewegt sich nicht auf Geralt zu, während das Axi gewirkt. Die Intensität von Axi-Dialogen erhöht sich. Aha. Jeden Zeichen erhöht die Zeichenwirkung um 5 Sekunden. Rüstungsschmelze Igni. Schaden durch Igni schwächt auch den gegnerischen Rüstungswert dauerhaft. Der Effekt steigt mit Zeichenintensität auf maximal 1,5. Ne, 15%. Erhöht die Reichweite von Hart um 1 Meter.
Ausdauerregeneration im Kampf um 0,5 pro Sekunde. Wir machen jetzt hier bei Igneos. Obwohl, ja doch, wir haben einen neuen Platz. Dann nehmen wir das hier. So, genau. Sehr schön. Gefällt mir. Wie viel geht's hier jetzt irgendwie weiter? Folge den Spuren. Da. Eine Cutscene. Ein Elf. Einen Schritt weiter und du kriegst noch ein Loch in den Kopf, Deine. Was willst du hier? Rede! Ich gehe nur spazieren. Oh, ich mache nur einen Spaziergang. Frische Luft schnappen. Hoffentlich findest du dich amüsant. Ich lache nicht. Edme! Oh, noch mehr Gegner. Hat er seinen Kollegen getötet? Das hat mich jetzt irgendwie ziemlich verwirrt. Er hat doch gerade seinen Gegner umgehauen. Ganze Bier sehe ich nichts mehr. Wo ist denn der? Der steht im Baum, oder? Ich sehe ihn nicht. Ach Gott. Das ist also das Monster im Wald. Die wahrscheinlich die Truppen immer überfallen haben. Auf jeden Fall haben wir ihn geschafft. Wir müssen echt mal ein bisschen was in Rüstung investieren. Das kann so nicht weitergehen. So, jetzt meditieren wir erstmal. Bisschen Leben. Inventar. Jetzt können wir mal kurz gucken. Das haben wir nämlich, glaube ich, gerade bekommen, das Schwert. Das können wir dann benutzen. Oh, das ist nochmal ein Stück besser. Alles Mist, das Zeug. Die Hosen sind ganz nett, oder? Boah. Was haben wir hier? Boah, einen Sattel haben wir ja auch. Was haben wir denn jetzt für einen Sattel? Oh, mit 20 Ausdauer? Ja, cool. Haben wir ein Rüstungsreparaturset? Genau, hier haben wir was, weil... Unser Oberteil hat ziemlich viel Schaden erlitten. Die letzten paar Runden. Ein paar Kräuter, die sammeln wir schnell ein. Da steht ja eine Hütte. Da möchte ich mal kurz gucken. Kannst du das auch? Was pfeifen? Jo, konnte ich schon. Ach, hier waren wir ja schon mal. Aber hier gab es ja nichts Besonderes. Wie denn? Eine Katze. Gut, dann gehen wir mal die Quest abgeben. Weiter so, Plätze. Bleiben die Gegner eigentlich dauerhaft tot, weil ich gerade gesehen habe, dass die Ghule, die Ertrunkenen, die ich vorhin getötet habe, irgendwie noch da liegen geblieben sind. Mach langsam. Wir sind immer noch weg.
Sehr seltsam. Wäre natürlich schön. Aber ich glaube, ich habe schon gesehen, dass so bestimmte Punkte dann doch immer wieder die Monster zurückkommen. So, hier ist das Schlachtfeld. Genau. Auf zum Aufmann. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin auf Durchreise. So. Da sind wir. Wo ist er denn? Lol. Der heißt Hexenjäger. Oh Gott. Endlich bist du zurück. Hast du die Bestie dran gekriegt? Es war keine Bestie im Wald. Nur Elfen von einer Bande Skoyatel, die über die Transporter hergefallen sind. Hier, ihre Eichhörnchenschweife. Skoyatel, sagst du? Und ich dachte, wir hätten dieses Pack endgültig ausgerottet. Und dass die übrigen Anderlinge zu Verstand gekommen wären. Tja. Offenbar müssen wir sie nochmal beruhigen. Eine Liste aller Langohren im Umkreis erstellen und dann jeden Zehnten aufknüpfen. Das müsste reichen. Ja. Ganz bestimmt. Ich sehe, wir verstehen uns. Du bist ein guter Mann. Hier, das versprochene Gold und der Passierschein. Viel Glück. Ja, super. Hat gut funktioniert. Passierschein erhalten und das Gold. Wunderbar. Ich mag den Hexerjäger nicht. was haben wir denn noch so? Zum Beispiel Hexeaufträge. Hanna aus den Wäldern. Wo ist denn das bitte? Okay, das ist ganz da unten. Da komme ich jetzt so schnell, glaube ich, nicht wieder hin. Wind? Nee. Wildes Herz. Ist ja auch alles da unten gewesen, ne? Herrin des Waldes. Wo war denn das Zeug? Achso. Ich glaube, da müssen wir nur was lesen. Lies die Herrin des Waldes. Inventar. Wo haben wir es denn? Das ist ein Wissen, Auftrag. Das ältere. Die Jagd. Das ist ein Spions. Wunsch. Ich bequest Gegenstände. Geleitbrief. Da, Herrin des Waldes. Aha. Die Götter haben uns verlassen. Die Mächtigen dieser Erde kümmerten uns unseren Schicksal nicht. Nur die Herrin des Waldes wachen über Weilen. In schlimmen Stunden, wenn Krankheit und Hunger uns plagen, müssen wir die Herrin um Hilfe anflehen. Wenn sie für angemessen halten, erhören sie uns und mildern die Schläge des Schicksals. So erfleht und man die Hilfe des Herrin. Aha. Finde ein Kind, jung und unschuldig, und bringe es zum Buckelsumpf. Suche das Heiligtum der Herrin, dort beginnt der süße Pfad. Schick das Kind auf diesem Pfad auf, dass es dem Nachschwerk folge und zu den guten Herren finde. Dem Kind wird es nie wieder an irgendwas mangeln, denn die Herren sind freundlich und freigebig. Sprich dein Anliegen vor ihrem Schrein aus, die gute Herren werden dich erhören, wie sie alles hören und sehen, was in ihrem Reich geschieht. Wenn das Opfer erbringst, wie es verlangt wird, so wird es deine Bitte erhört. Aha. Klingt ja ganz toll. Klingt so ein bisschen nach Hänsel und Gretel.
So, jetzt können wir natürlich auch gucken, wo das jetzt sein soll. Aha. Auch da unten irgendwo. Ich bin begeistert. Ja. Dann gehen wir wieder da runter. Ich finde mir hier, können wir hier mal ein paar Fragezeichen auch machen. Das hier oben brauchen wir nicht probieren, da weiß ich noch, der war ziemlich heftig. Ja. Dann gehen wir jetzt erstmal dahin, um schnell reisen zu können. Schneller! Ist es wichtig, woher das Essen stammt? Upsi. Hier bin ich. Komm schon. Die ignorieren wir jetzt mal gezielt. What? Folgen die uns? Nee, oder? Wäre noch schön. Ah ja, hier unten. Hier ist ja ein Weg. Schneller. Das muss man benutzen. So. Genau. Also wir reisen jetzt wieder hier runter. Vielleicht. Reißen hier hin. So, Ferli, Ferli, wo bist du? Pferd, Pferd, wo ist mein Pferd? Pferd? Ist Pferd tot? Haben wir was verpasst? Ah, da ist Pferd. Ah, Gott sei Dank. Ich dachte schon, das wäre echt tot. Kann das sterben? Oh Gott. Mein schönes Pferd. So. Fragezeichen. Ja, keine Ahnung. Fangen wir mit dem hier mal an. Ich weiß, die sind so langweilig, aber die müssen wir machen. Und außerdem bringt das uns Stärke und viele Gegenstände. Falsche Richtung. Deswegen ist es schon sehr lohnend. Und wir haben ja gesagt, wir machen nicht alles. Und daran halten wir uns auch. Zumindest versuchen wir das. So, da sind wir. Stirb ab. Steig ab. Oh, die sind ja so ein 10 oder sonst was. Du wirst es nie lernen. Naja. Oh. Oh. Was ist los? Naja. Wo ist der Hund? Den will ich irgendwie loswerden. Ups. Wie ein Mann. Der Schütze sollte einem glauben. Und stirb. Oh, da ist noch einer. Verdammt. Verzaubert. Der Bastard zaubert. Ich bin ja auch ein Hexer. Wieso hat er denn jetzt das Schwert weggesteckt, du Hunk? Schwör ab, so
solange du noch Beine hast und Eier. Boah! Zielt auf seine Augen! Zaubert! Gott sei Dank. Gott sei Dank. Sind halt doppeltes Level, ne? Darf man nicht vergessen. Jetzt erstmal meditieren. Um uns zu regenerieren. So. Jetzt will ich Beute sehen. Das sind Ruhe. Fell, Silber, ups. Silber, Seite, Wodka, ein bisschen Gold. Naja. Ich bin überlastet, das auch noch. Perfekt. Wölfe getötet. Im Walk. So. Tja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir Platz kriegen. Inventar. Wir haben bestimmt viel Zeug, was wir loswerden können. Wie viel sind wir denn drüber? 8! Na klasse. Was können wir wegwerfen? Verwestes Fleisch. Das bringt aber alles nicht so viel. Vielleicht hier irgendwie sowas. 1,76, 2,36. Na, sowas. Und das ist schön schwer. Wegwerfen. 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 Das ist 3,11. So, passt wieder. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt wieder zu einem Ort zurück. Können wir ja eigentlich den hier nehmen. Und mal verkaufen und schmieden und mal was Sinnvolles machen. Ja. Aber ich denke, dass das sowieso ein perfekter Moment ist, hier jetzt einen Break zu machen. Und ja, in der nächsten Folge machen wir da mal hier so ein paar Sachen. Ein paar Geschäfte verkaufen. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Ja, genau. Also demnach würde ich sagen, hat Spaß gemacht, gell? Und kommt bald zur nächsten Folge. Ja. Und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend, besser gesagt. Und ciao, ciao.